völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine zu demonstrieren. Ein Krieg, welcher schon zigtausende Opfer auf beiden Seiten gefordert hat und für 1 Million Flüchtende gesorgt hat. Doch was zu diesem Krieg geführt hat, ist der Konflikt verschiedener imperialistischer Machtblöcke, welcher nun auf dem Rücken der ukrainischen und russischen Zivilbevölkerung ausgetragen wird. Wir stellen uns heute hier radikal gegen jeden Krieg. Und gerade deshalb stellen wir uns heute hier auch gegen die äußerliche Kriegspropaganda der Bundesregierung, die jetzt dazu führte, dass eine Wiederaktivierung der Wehrpflicht diskutiert wird und ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr im Grundgesetz verankert werden soll, wo vorher es gerade mal für einen Bonus der Pflege von 1 Milliarde Euro gereicht hat. Jeder imperialistische Krieg von Nationalstaaten dient im Endeffekt bloß einer kleinen Minderheit von Oligarchen auf Seiten Russlands wie auch auf Seiten der NATO, wie auch jetzt zum Beispiel zur Erkenntnis am steigenden Kurs von Rheinmetall. Die am Ende leiden, ist die Zivilbevölkerung, denn sie können nichts tun, außer zu fliehen oder in einem Krieg zu sterben. Wahrer Frieden kann bloß ohne Waffen erreicht werden und nicht mit mehr Aufrüstung. Denn weder russische Panzer noch Panzer der NATO bringen Frieden, wie im Moment auch wieder am Beginn der türkischen Frühlingsoffensive gegen die kurdische Freiheitsbewegung zu sehen ist. Wir stellen uns heute aber auch gegen die Sanktionen der EU, welche hauptsächlich die russische Zivilbevölkerung treffen und nicht die Oligarchen. Denn eine Ausnahme von belgischen Diamanten und italienischen Luxusartikeln zeigt nicht gerade den Willen zur Sanktionierung der Oligarchen. Deshalb stellen wir uns heute als Linksjugend Solid Kaiserslautern solidarisch an Seite der ukrainischen und russischen Zivilbevölkerung für eine internationale Friedens- und ArbeiterInnenbewegung. Wir brauchen jetzt in Deutschland international Proteste gegen Krieg, gegen weitere Eskalation, gegen Militarismus und Aufrüstung. Wir sagen Schluss mit der militärischen Eskalation für den Abzug des russischen Militärs aus der Ukraine und der NATO-Truppen aus Osteuropa. Keine Aufrüstung der Bundeswehr und Deutschland raus aus der NATO. Rüstungsindustrie in öffentliche Hand und auf gesellschaftlich sinnvolle Produkte umstellen, kontrolliert und verwaltet durch die arbeitende Bevölkerung. Für das demokratische Recht auf nationale Selbstbestimmung für alle Nationalitäten und Ethnien, für volle demokratische Rechte auch für Minderheiten. Internationale Solidarität statt Sanktionen und Säbelrasseln. Für eine internationale Bewegung gegen Krieg und Imperialismus. Dankeschön.